Na, habt ihr schon erraten, wo wir sind? Herzlich willkommen auf der Schwäbischen Alb. Hier endet unser großer Sommer-Roadtrip gemeinsam mit Krombacher. Wir haben in den letzten Tagen schon einiges erlebt. Zum Beispiel waren wir auf der Donau zum Paddeln und auf wunderschönen Hochplateaus zum Wandern. Lecker, lecker. Donauwelle. Herzlich willkommen im schwäbischen Grand Canyon. Durch diesen führen 6 prämierte Wanderwege und einen davon zeigen wir euch heute. Wow, was eine Tour. Da war wirklich alles dabei. Von Felsen mit imposanten Aussichten, Höhlen und am Ende sogar Einkehrmöglichkeiten. Ich bin hin und weg. Und jetzt geht's zum nächsten Campingplatz. Ein neuer Tag, eine neue Albzeit. Sie meinte mit, wir sind immer noch auf der Schwäbischen Alb unterwegs und heute werden wir zu Traufgängern. Wir werden uns auf den Felsenersteig begeben. Das ist eine bzw. die Königstour der Traufgänger. Mary, du weißt ja, warum die Traufgänger heißen, oder? Ganz genau. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und es gibt da die 200 Kilometer lange Felswand und die trägt den Namen Albtrauf. Die ist teilweise bis zu 1000 Meter hoch. Aha. Und daher kommen auch die ganzen Hochplateaus. Ah, die sind ja charakteristisch für die Schwäbische Alb und ja, gehen gut rauf und runter. Hier kann man sich verausgaben. Erstmal jetzt auf eine schöne Tour heute. Was war dein persönliches Highlight? Wow, schwer zu sagen, aber ich glaube das Felsenmeer fand ich jetzt am, okay, am coolsten, gut, am spektakulärsten. Das war auch schön. Wobei die Mammutbäume, die sind ja auch riesengroß. Ich finde jetzt auch den Ausblick hier nicht zu verachten. Kann sich auch gönnen. Vor allem fand ich auch unsere gesamte Saison schön. Stimmt, heute ist der letzte Tag, der letzte Wandertag. Wir verabschieden uns. Ja, in die Herbst-Winterpause. Schauen wir mal, vielleicht sieht man sich ja schneller wieder als gedacht. Und ja, wir haben ja so einige Vlogs gedreht. Vielleicht hast du ja noch nicht alle geschaut. Ist eine Herzensempfehlung. Hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und deine Highlights kannst du ja einfach mal hier in die Kommentare packen. Wir lesen das nach, freuen uns. Und ja, sagen jetzt bis bald. Bis bald.